DEG nach der 2-4-Niederlage vom Sonntag. Denn jetzt hier Red Bull München zu Spiel 2 der Serie. Und Harry Kreis und seine Jungs wissen, kämpferisch wird ihnen heute alles abverlangt werden. Rein ins Spiel, in ein ausgeglichenes erstes Drittel. Mit Phasen bei beiden Teams und guten Gelegenheiten wie hier. Sechste Minute, Fischbuch für die Düsseldorfer EG. Hat er die Möglichkeit vor dem Kasten, aber Henrik Haukeland, Sieger in dieser Situation. Düsseldorf mit guten Phasen, München mit guten Phasen und dieser vor dem Kasten. Strychos, Hager und Ortega ganz nah dran, aber Mirko Pantkowski hält seinen Kasten sauber. Harry Kreis nicht unzufrieden mit den ersten 20 Minuten seiner Mannschaft. Aber auch Don Jackson hat ein bisschen Positives gesehen. So, und dann gehen wir in den Mittelabschnitt. Und der hat es in sich. Nämlich zu Beginn ganz viel Münchner Überlegenheit. Aber den Treffer, den macht die DEG zum 1-0. 23. Minute. Alexander Bartter, der Capitano. Nach Vorarbeit von Eder. Und die ist richtig gut. Hat das Auge für Bartter. Hager, den Hauch zu spät. Kann den Düsseldorfer Mannschaftskapitän nicht kontrollieren. Und der macht die Bude. Sein 81. Playoff-Spiel. Treffer Nummer 18. Dann die 29. Minute. Und Druck München. So wie oft in diesem Mittelabschnitt. Und dann jubeln Gogula und Co. über den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich. Gogula bereitet die Situation selbst vor. Kastner dann mit dem Schuss in Richtung Tor. Und Gogula einmal, zweimal. Und dann ist die Scheibe drin. Pankowski zum ersten Mal geschlagen an diesem Hockeydienstag in Düsseldorf. Und auch weiterhin lief es eher aus Münchner Sicht richtig gut. Aber Düsseldorf mit diesen Entlastungsangriffen und diesem tollen Auge von Daniel Fischbuch. Denn die Vorarbeit war genial zum Treffer von McAuley. Achten Sie drauf. Jetzt war er hat die Scheibe. Kopf hoch, gucken, Zuspiel, McAuley goldrichtig. Und nicht gedeckt vor dem Kasten von Haukeland. Aber die Vorarbeit, die ist wahrlich genial. Dann ist Düsseldorf im Powerplay unterwegs. McWilliam ist draußen, 5 Minuten. Und dann macht Bartter das 3-1. 1:05 vor Drittelende. Eder, nochmal Eder und dann wieder Bartter. Fischbuchs 7. Assist in diesen Playoffs und Barters 10. Powerplay-Treffer in seiner Playoff-Historie. Don Jackson weiß, boah, das wird richtig schwer, mit einem 1-3-Rückstand ins letzte Drittel zu gehen. Aber gut, München hat die Qualität, München hat die Topspieler, München hat Trevor Parks und am Ende den Verteidiger des Jahres der deutschen Eishockeyliga, Zach Redmond. Aber auch hier wieder Vorarbeit genial. No-Look-Rückhand-Pass genau auf den Punkt. Redmond macht den Treffer. München wieder im Spiel in der 54. Minute. Und dann erhöht das Team von Don Jackson natürlich noch einmal die Intensität. Nächste Möglichkeit. Mauer vor Pankowski, der einen wirklich guten Abend hatte. Blum mit diesem Aufbaupass, der durchgeht. Und dann tickt die Scheibe auf. Mauer erwischt sie, aber Pankowski hält. 56. Dann kurz vor Schluss nochmal alles aufs gegnerische Tor gebracht. Haukeland vom Eis, die Hoffnung groß. Aber Pankowski und die DEG halten Stand. Mit Mann und Maus wird gekämpft. Und so gewinnt das Team aus Düsseldorf mit 3-2 gegen München. Ja gut, es war ein intensives Spiel, wie in den Playoffs ebenso üblich. Da entscheiden Kleinigkeiten. Das eine Tor war heute ein Powerplay-Tor. Das hat uns gefehlt. Und das sind halt die Unterschiede in den Playoffs. Ich glaube, dass wir wieder alle uns den Hintern aufgerissen haben. Ein riesen Spiel gemacht haben. Jeder Einzelne mit Herz und Charakter gespielt. Und wie schon das ganze Jahr. Wir geben nicht auf, wir hauen alles raus.
Düsseldorfs Taktik der Nadelstiche zeigt Wirkung. Hohe Effektivität. Tja, und dann im Powerplay. Dieser eine Treffer sorgt für den 3-2-Erfolg gegen den EHC Red Bull München.